willkommen zu unserem Video aus dem Serengeti-Park. Ja, wir sind heute hier zu unserem Blogger-Treffen und uns erwartet heute ein ganz besonderes Programm, denn wir werden eine Safari zusammen erleben und wir gehen zu einem Erschrecker-Casting für Halloween und werfen auch schon einen ersten Blick in die neue Maze rein. Also seid gespannt, was euch jetzt gleich erwarten wird. Hier weiter schauen wir heute Benzo. Richtung Afrika und dann in den Dschungel. Geht alles gut und läuft nach Plan, dann seid ihr in 20 Minuten wieder da. Oh, wir sind in Afrika. Merkst du gleich, so heiß hier, ne? Oh. Warte mal, hier steht der Kerstin, du. Eine hübsche Giraffendame. 6 Meter ist der Kerstin groß. Nicht gute 700 Kilo, du. Und guckt erstmal sich den Wagen an, du. Ja, das scheint aber nicht das richtige Modell zu sein, du. Oh. Ja, habt ihr gedacht, ihr sitzt da hinten gut, ne? Von wegen, du. Na, kommst du mal rein ab? Ja, ne? Komm, Mensch, hier, hau mal rein, du. Vielleicht ein bisschen tiefer, ja. Da kommt sie doch tatsächlich nochmal zurück, du. Wird keiner merken, dass man so hat. Vielleicht können wir auch das Straußenpipi abspülen. Guck mal hier, Vater, du, ja. Das tut mal richtig gut, ne? Jo. Und ich merke schon, ihr seid echte Genießer, Leute. Die anderen bögen immer und schreien, ihr gar nicht, finde ich gut. Da fahren wir nochmal zurück. Ja, jetzt glaube ich, seid ihr alle sauber, ne? So, wir sind die Dschungelsafari gefahren. Es war okay. Bin nicht so doll nass geworden. Und wir haben gerade ein neues Schild hier entdeckt, da drauf steht, liebe Gäste, damit alle Besucher Spaß haben können, bitte nur einmal fahren. Das heißt, wir dürfen heute nicht nochmal. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, das war cool. Also es war gut, dass andere nasser geworden sind als ich. Ich bin ganz schön nass. Und jetzt gehen wir zu der großen Safari. Mhm. Die große Safari. The big one. Ja, wir sind jetzt hier an der Gruppenstation angekommen für die Serengeti Bus-Safari und da kommt auch schon, glaube ich, unser Bus. Der nimmt uns gleich mit und dann fahren wir durch die Tierwelt. Wo wir eben schon waren. Eigentlich. Aber nur ein bisschen. Komm mal von der Straße, da kommt ein Bus. Ja. So, beten wir mal. Das wäre gleich provokant vorbei. Ab und zu, das wird das so ein bisschen ruppeln und rampeln hier im Bus, ne? Voll gut. Ja, und wenn das so gab, ist, dann geht's gut. Wir haben uns dafür entschieden für die Asiaten, weil das Longhorn sind. Die haben eine schöne grüne Horn. So, und das sind Paviane. Nee. Das ist auch Stange. Stange tut wie eine Schneidezähne. So, also. Nein. So. Paviane finde ich toll, ne? Also dieses aufgekrollene rote Hinterteil hier von der Dame signalisiert die Mächte des Traumfalls. Moin. Matthias, wow. Was denn? Wow. Gehege. Ich habe euch von der, wie hieß das, Matthias, was wir davor gemacht haben? Busserfahrt. Ja, genau. Davon habe ich jetzt nicht so viel gezeigt, weil das haben wir schon oft gemacht und schon Pfleger. Viel gefilmt. Und man sieht genau, wo die Tiere sind, da, wo so ein Pulk Menschen ist, also da. Und da gehen wir jetzt natürlich auch hin. Ja, mein Baby da. Dazu. Wir waren bei den Katas und die haben ja Babys und es ist so süß und ich finde es cool, dass es offenbar einen Job gibt, bei dem man Tiere rumschmeißt und dafür bezahlt. Bewerbung ist raus, ja. Ah, oh, das sind Enten. Ach so. Die schmeißen.
Ihr Erstfahrer. Wie würdet ihr Butterfly Racer in drei Worten beschreiben? Schmerzhaft. Rappelig. Orthopäde. Das ist dann gut für danach, ja. Also nachdem ihr ja alle gesagt habt, dass das Ding wirklich einfach gut drückt. Ich habe also auf der kleinen Strecke, wo soll denn das da drücken? Aber ja, Linkskurve the ride, ne? Hat gute Gehkräfte, hat ganz gut gezogen. Und wenn Matze irgendjemandem sagen sollte, hinten ist besser bei der Bahn, glaubt ihm nicht. Don't trust him. Ja. Also hochkonzentriert. Das ist ein Making-of-Fan. Ist halt so, wenn man das gut ist. Anderen jetzt oder fast alle anderen jetzt diesen Hatari Tower besuchen, bleiben wir hier unten stehen und warten. So, wir stehen jetzt hier vor der fast fertigen Gozimba-Achterbahn. Also die Schienen und Stützen sind schon alle aufgebaut. Gerade wird die Stromschiene eingesetzt. Das Dach wird gedeckt von der Station. Und ja, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Es wirkt einfach sehr groß. Der Zug scheint noch nicht auf der Strecke zu sein. Die Öffnung verzögert sich auch nochmal. Aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Ich glaube, da hofft der Park genauso sehr wie alle Fans, dass wir nächstes Jahr hier Achterbahn fahren können zum 50-jährigen Jubiläum vom Serengeti-Park. Was passiert denn da? Da wurde gerade ein Eis fotografiert vor der Achterbahn. Es kümmern sich gerade zwei Leute um mich. Die Situation ist schlimm genug, aber Kevin leidet mit mir. Ja, wollte mich auch nicht. Und Natalie hat gesagt, ja, wenn wir in die Mitte gehen, dann können wir gehen. Jetzt haben wir festgestellt, wir sind eine Person zu viel, aber wir teilen sie zu viel. Ja. Was das Drehen bedeutet. Ja!
Okay, das war doch gar nicht klar. Ah, das war. Das war okay. Das hätte sich schlimmer an, als es ist. Ja. Das meintest du mit brauner Wand. Ach so. Wie gut, dass wir das Handwerk schon dran haben. Nee, war gut hinten. Also, ja, hier war auch okay eigentlich. Ja. Nee, war eine gute Idee, Max. Ja, war ja, so. Super. Meinst du es auch? Bist du ein bisschen... Das war ja nicht so, das Matthias hat noch nie was gebrochen. Aber die braune Wand gab es wirklich. Ja, Kevin hat ganz vorne ja. gegen die Kevin hat ordentlich abgeräumt. Das war witzig. Gleich nochmal zu fünf. Jetzt sitzt wieder hinten. An Bord eines Ich bin auch extra langsam gefahren. Über einen Rucksack, Nathalie. Ja. Wo lang ist jetzt? Wollt ihr das jetzt unser niederländisches Kennzeichen zeigen, weil wir haben es ja nicht mehr lange. Jetzt dürfen wir es zeigen. So. Einmal für dich. Ich bin immer so. Wir sind Animatronics. Wow. Ja, wir sind bei unserer Lodge, denn wir übernachten heute auch hier und wir übernachten in einer Lodge. Verhaltet euch einfach ganz natürlich im Hintergrund. Wir sind hier in einer Lodge, wo wir schon mal waren. Nicht genau in der Lodge, aber irgendwie in einer von denen, die hier sind. Vielleicht war es die oder die. Beim Fantreffen, da haben wir euch die auch gezeigt, deswegen machen wir das jetzt nicht nochmal. Die sieht eigentlich gleich aus. Und wir gehen gleich essen, auch in dem Restaurant, wo wir beim Fantreffen waren. Das zeigen wir euch ja auch nicht. Also, wir würden das Video jetzt beenden an der Stelle. Wollte ich damit sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke nochmal den Serengeti Park für den coolen Tag. Halloween sind wir wieder da. Halloween sind wir wieder da. Ich glaube sogar an Halloween selber dieses Jahr, am 31.10. Glaube ich. Ist noch nicht ganz offiziell, ja, aber das ist gerade so der Plan. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Video aus einem anderen Park erstmal und dann irgendwann wieder hier an Halloween. Bis dann. Tschüss.